Wenn die jetzt im Vorfeld bei der Filmförderung oder beim Fernsehen gesagt hätten, nun ja, ich brauche eine Szene, in der die neue Natur eine katastrophische Entwicklung genommen hat, hoffen wir, dass es gut ausgeht. Die kollektiven Erzähler glauben ja sogar an ein Happy End. Morphokraft, hier Laurens Maturana, glaubt da ganz sicher nicht dran. Ich habe aber jetzt Nikita Neufeld auf dem Weg durch diese veränderte, dunkle Realität. Die Sonne scheint schon nicht mehr. Und sie entdeckt, da sind 100.000 Leute unterwegs. Und diese 100.000 Leute sind unterwegs zu dem Artgate und zu der finalen Ausstellung. Also der Film hat da quasi auch Elemente von, naja, von einem groß angelegten Science-Fiction, von Dingen, die wir normalerweise aus Hollywood erwarten. Dann, können Sie sich vorstellen, gehen in Deutschland alle Türen zu, weil man das schlicht und ergreifend für nicht machbar hält. Hier kommt es wieder darauf an, dass man eben verschiedene Produktionsformen, nicht nur die eine Art, Film zu produzieren, sondern auch montierte, improvisierte, kleine, große, mitschwimmende, also verschiedene Produktionsformen kombiniert. Und was wir gemacht haben, ist eine Lichtkunstinstallation, die Susanne Weyrich und ich realisiert haben für das Lichtfest 2009 in Leipzig mit dem Titel Aufbruch Leipzig, 20 Jahre friedliche Revolution in Europa, wurde da im Grunde die Montagsdemo reenacted. Und erneut würden, so war es erwartet, 100.000 Leute denselben Weg nochmal um die Innenstadt von Leipzig herum machen, den sie auch 1989 genommen haben. Und das haben wir gelöst mit Silvio Naumann, dem Leiter unserer Tonabteilung, der in dieser frühen Phase 2009 mit 5 Kanälen, mit einer ähnlichen Technik, also Funktechnik, insgesamt 40 Mitwirkende in ihren Autos so mit Informationen versorgen konnten, dass auf die unterschiedlichste Weise eine Art Lichtoper entstanden ist, die aber auch ausstrahlte in den Filmen. Diese Lichtkunst, vorgeführt von 40 Autos und ihren Fahrern, verweist innerhalb des Films nach vorne und nach hinten auf die ursprüngliche Lichtkunst, die Nikita Neufeld am Anfang experimentell erprobt, indem sie die nicht mehr aufzuräumende Welt ihres Ateliers mit ganz bestimmten Spots und Farben rhythmisch in eine potenzielle Ausstellung verwandelt. Dem begegnen wir jetzt in großen und zugleich erinnert dieses Lichtkunstwerk und leistet eine Übertragung an ganz bestimmte Science-Fiction-Szenarien, nämlich zum Beispiel an den Spielberg-Film Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Nikita, finde Peter Maturana. Nikita! Wir haben uns jetzt bemüht, dieses Lichtkunstwerk zugleich auch als ein Drehset und die ganze Situation als ein Set für den entstehenden Film Art Girls zu nutzen und wussten zu dem Zeitpunkt auch schon, welches Kostüm Nikita Neufeld tragen würde. Um sowas machen zu können, braucht man natürlich die Unterstützung von einer Schauspielerin wie Inga Busch, die absolut offen auf solche Situationen reagiert und sich darauf einlässt. So, praktisch sind wir produktionsmäßig wie folgt vorgegangen. In einem kleinen Film haben wir das unter anderem für Filmförderungen dargelegt, um ein weiteres Beispiel zu bringen, wie das nicht nur in der Produktion umsetzbar ist, sondern auch wie Medienkunst später in den Film einstrahlen wird. Hier ist diese Kurzbeschreibung zu dem Kunstwerk Sendersuchlauf. Dazu haben wir 80 Fahrer und Fahrerinnen engagiert in 40 Autos. 28 gelb Opel. Hier. 28 gelb Opel. Jeder Fahrer, jede Fahrerin hat einen Sender bekommen. Normale Leute, ein Querschnitt der Gesellschaft, in 20 Opeln und 20 Wartburgs. Mein Fahrzeug hat die Fahrzeugnummer 39W. Radio 1 bis 5 in verschiedene Audiosequenzen, die jeweils bestimmten Fahrerinnen zugespielt wurden und ihnen Anweisungen geben, wie sie mit den Leuchten der Autos abgestimmt aktiv werden sollen.
bitte betätigen Sie jetzt kurz die Lichthupe. 1, 2, 3, jetzt. Bitte schalten Sie gleich die Warnblinker an. Bitte schalten Sie gleich die Fahrgastinnenraumbeleuchtung ein. 1, 2, 3, jetzt. Bitte schalten Sie gleich das Abblendlicht ein. Bitte schalten Sie gleich das Abblendlicht ein. 1, 2, 3, jetzt. Sie hören Radio 3, Radio 5. Sie sehen jetzt verschiedene Zustände der Installation im Verlauf von 4 Stunden, abhängig von den gesendeten Sequenzen, die wir benannt haben, kollektiv solistisch, ost-westlich, wie zwischen den Wartburgs, die an der ungarischen Grenze zurückgelassen wurden. Plötzlich merken die Zuschauer, da sind ja Leute drin. Radio 3, alles klar, super, danke. Ja, das war die Skizze zum Sendersuchlauf, dem Beitrag für das Lichtfest 2009 in Leipzig. Und Sie haben gesehen, auch das ging am Ende in gewisser Weise in eine Werbung für den Film Art Girls über, weil 2009 waren wir immer noch mitten in der Finanzierungsphase und haben mit audiovisuellen Mitteln versucht, die innovativen Seiten dieses Projektes in einer Branche zu kommunizieren, um die sich die Filmpolitik definitiv kümmern muss, weil die Routinen, die sich da eingeschliffen haben, sehr, sehr wenig das Gewicht legen auf die Notwendigkeit von Innovationen.